Ich liebe sein Outfit. Police sting targeting the hideouts of the hive. Interested in some Cordona news? Yes. Check the front page. You won't regret it. Nice to see you. Die Bienen wurden selbst gestochen. Die Bewohner von Miner's End und Silverton wurden gestern Nacht von Schüssen und Schreien geweckt, als die Polizei mit einem Großaufgebot die Unterschlüpfe der kriminellen Vereinigung der Bienenstock stürmte. Diese beispiellose Operation war fast 6 Monate lang im Vorfeld geplant worden und resultierte in 13 Festnahmen durch den leitenden Ermittler Chief Constable Donovan. Als die Polizei von Cordona in die Lagerhallen der Gruppierung eindrang, versuchten viele hochrangige Mitglieder des Bienenstocks auf einem Schmuggelschiff zu fliehen, beladen mit Kisten voller Wolle, die zur Tarnung versteckter Waffen dienten. Die Polizeibeamten hatten jedoch von dem Fluchtplan erfahren und das Schiff konnte von einer Militärpatrouille abgefangen werden, kurz nachdem es die Küste Cordonas hinter sich gelassen hatte. Mit der einst mächtigen Organisation, die durch einen Zusammenschluss mehrerer hiesiger Banden entstanden war und unter einem mysteriösen Anführer gestanden hatte, ging es bereits seit geraumer Zeit bergab. Es wird vermutet, dass dies auf den Tod des besagten Anführers und daraus resultierende interne Machtkämpfe zurückzuführen ist. Ey, lauf zu. Oh Gott. Oh, hier sieht so schön aus. Wow. Oh mein Gott. Wow. Oh Junge, wer ist ran? Schell mich rein. Gründerplatz. Wow, ist pretty. Ach, die lacht. Ich dachte, sie weint. Ey, das sieht voll schön aus. Ist das nicht sogar das, was wir suchen? Nein. Das sieht so ähnlich aus. Hübsch, hübsch. Ich kann einfach überall hinlaufen. Ich würde aber gern den einen großen Platz da auch anschauen. Das ist der große Platz. Legacy Theater. Wow. Ich hab Hunger. Okay. Schick, schick. Ich lieb sein Outfit. Okay. Hier ist ein Hafen. Beautiful, beautiful. Romantik. Yachtclub Salacia. Yachtclub. Interessant. Okay, dann finde ich, sieht das hier auch sehr interessant aus dort. Was ist das? Oh, können wir baden gehen? We cannot. Wenn die Leute sehen könnten, wie süß du mich gerade anschaust. Ich wünschte, ich hätte einen Partner, der mich so anschaut. Das ist richtig in love. Ich liebe dich auch, mein Baby. Wie kann man so süß sein? Hm? Wie kann man so süß sein, mein Baby? St. Nikolauskirche. Alte Ruine.
zu der Ruine mal hoch. St. Nikolaus Kirche. Okay. Stonewood Manor. Dein Ernst gerade? Wir haben es gefunden. Hey Sherry, there's post here. And it seems as if the letter was delivered recently. Brief von meinem Bruder Mycroft, Sherlock. Ich hoffe, du wirst diesen Brief niemals lesen, denn das würde bedeuten, dass du deinen absurden Hirngespinsten doch gefolgt bist. Die Vergangenheit ist vergangen. Zeit und Energie zu investieren, um bereits Erlebtes wieder aufzurollen, ist bestenfalls kindische Zeitverschwendung und schlimmstenfalls eine pathologische Schwäche. Tod durch Tuberkulose ist kein schönes Ende und trotz all deiner Proteste war es besser, dieses Elend von dir fernzuhalten. Es ist anzunehmen, dass du dem Grab unserer Mutter bereits einen Besuch abgestattet hast. Ich gehe davon aus, dass du damit deinem dringenden Impuls nachgekommen bist und nun umgehend nach London zurückkehren wirst. Es ist an der Zeit, dass du dich von der Vergangenheit abwendest und dich stattdessen der möglichen Zukunft widmest. Das Königreich braucht dich, Mycroft. After reading that, I am even less eager to return home than before. Let's investigate our manor. That's the Mycroft I know. Predictable. Mutter starb an Tuberkulose. Mycroft sagte, dass Mutter an Tuberkulose gestorben war und es ist davon auszugehen, dass diese der Wahrheit entspricht. There she is. Our old manor. It's smaller than I remember. You were a couple of feet shorter back then, Sherry. Or maybe it's bigger on the inside. Klein? Ich habe eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Die haben da auch noch so eine Scheune. Also, ich kann das... The ash all over the door. I don't recall hearing of a fire. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. It's stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. Must be locked. Move aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This barrier. Perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Take a look around, Sherlock. I'm sure you'll discover something. Dieses Outfit. I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. Hey, that's Wooden Joe. He was always the best at playing criminals. And this must be the reason our suspect was apprehended. Wood and glass, very precious. Na komm. An irreplaceable tool for catching a thief. Funny, Wooden Joe reminds me of the trouble we once got in with the police. Do you remember, John? Somewhat. Maybe we can recall more details. Es war schön, wieder auf unseren alten Freund Wooden Joe zu treffen. Er hat sich auch gefreut, Sherry und mich wiederzusehen, denke ich zumindest. Er ist etwas wortkarg. Sein Leben scheint die letzten 10 Jahre nicht besonders ereignisreich gewesen zu sein. Sherry hat es gefallen, sich wieder an die guten alten Zeiten zu erinnern, als wir die Festnahme von Verbrechern geübt haben. Joe hat die Rolle des Schurken stets am besten gespielt und ich war immer erstaunt darüber, wie viel Geduld er aufbringen konnte. Andererseits, da wir echte Handschellen benutzt haben, ist ihm wahrscheinlich nichts anderes übrig geblieben. The policeman brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was?
I'd bet it was our reward. No, we were not so lucky. It was a set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Did someone come out to investigate all the commotion? It was Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. It felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. He wasn't angry we stole, but that we got caught. Oh, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Ugh, the good old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Aha! In we go. In we go! Indigo? Wendigo? Pretty. Etwa 2 Monate nach unserer Ankunft auf Cordona wären Sherry und ich beinahe im Gefängnis gelandet, nachdem wir bei einem Einbruch erwischt worden waren. Als der Polizist uns nach Hause brachte, war Mycroft der Trubel im Vorgarten nicht in Gang und er eilte hinaus, um die Sache mit dem Polizisten zu regeln. Der Officer ging und kam nie wieder. Im Anschluss daran nahm sich Mycroft Sherry zur Brust, nicht weil wir einen Einbruch begangen hatten, sondern weil wir dabei erwischt worden waren. Mycroft selbst war es gewesen, der uns den Auftrag gegeben hatte, in das Haus einzubrechen und einen Brief zu stehlen. Er maßregelte seinen jüngeren Bruder zwar, war jedoch auch froh, dass wir den Brief an uns bringen konnten. Oha, was für ein Bruder. Ich muss mal kurz hier, das haben wir neu bekommen. Und das auch. Finde ich ganz schick eigentlich. Hopsala. Das Falsche. Oha. Lol. Okay. Das ist auch neu. Ich würde sagen, wir ziehen mal das da an. Und schauen uns mal Home sweet home, Sherry. Home sweet home. Du bist aber schick angezogen. Komm, warte mal. Wir sind passend gekleidet in Rot. Das ist doch schön. One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like déjà vu. Déjà vu, déjà vu, déjà vu. Ich will auch so ein Haus, immer. Auktionsmitteilung. Hiermit teilen wir mit, dass am 20. Juli eine öffentliche Auktion im Stormwood Manor stattfinden wird. Bei den zu ersteigenden Stücken handelt es sich um eine erlesene Auswahl aus dem Besitz der Familie Holmes. Alle Stücke wurden von Sachverständigen begutachtet und auf ihre Echtheit hin überprüft. And I was wondering why it's so empty in here. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? Such überall auf der Insel Händler auf, um Einrichtungsgegenstände für das Herrenhaus der Familie Holmes zu ergattern. Achte stets auf Ausrufezeichen auf der Karte, die erscheinen, sobald ein Händler neue Waren anbietet. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Kurz nachdem wir Cordona vor 10 Jahren verlassen hatten, wurden einige unserer Habseligkeiten bei einer öffentlichen Auktion versteigert. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, die Sachen wiederzufinden, sollten wir dennoch die hiesigen Händler abklappern. Ich möchte mich aber trotzdem erstmal hier umsehen. Also so ein schönes Haus.
Another one. There must be something important behind it. I can feel it. I remember how angry Mycroft was about these marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Dude, what's going on? Wir haben ein Loch im Rücken. Oh Jesus, ich dachte, da sitzt jemand. Aber es ist nur unser Fantasie. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? An attic. Of course. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Oh, wir sind einmal hier. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Okay. Dann müssen wir wohl zu den Händlern. Denn das ist wohl alles hier. Erstmal. Oder müssen wir das hier markieren und können da dann rein? Another one. There must be something important. Okay, dann machen wir das. Behind it, I can feel it. Let's go. Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Another memory incoming, Sherry. Strange. I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Warum ist da... Was soll denn das? I think our family portrait used to hang here. Ankunft auf Cordona. John wollte wissen, ob ich mich an unseren ersten Tag auf Cordona erinnere. Wir kamen am frühen Morgen an. Es regnete gerade. Das machen wir doch jetzt mal. This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. Do you feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination? Wir hatten viel Gepäck dabei, hauptsächlich weil unsere Mutter sich geweigert hatte, Sachen in London zurückzulassen. Mycroft war den ganzen Tag damit beschäftigt. Die Reise war anstrengend für meine Mutter. Ich versuchte ihr zu helfen. Ich gaste in unserem Haus. Okay, what can I do?